Hallo, ich bin der Thomas und begrüße euch zu einer neuen Folge des Service Mix Videotrainings. Heute geht's um Caraffe. Nachdem wir uns das letzte Mal schon den Kern der OSGI-Umgebung Apache Felix angeschaut haben, wollen wir heute uns das Caraffe-Projekt anschauen, das auf dem Felix basiert und diesen noch erweitert. Ich bin jetzt auf der Webseite von Caraffe. Und ja, mich überrascht jetzt für Apache-Projekte das neu überarbeitete Layout, das ziemlich professionell herüberkommt. Nur hier oben an der Feder, da erkenne ich noch ein bisschen, dass das ein Apache-Projekt ist. Also hier geht's richtig dick zu. Upgrade to the Enterprise Class Platform und ja, was Caraffe mir alles so bietet. Aber wir wollen uns das selber anschauen. Deswegen gehe ich auch gleich mal auf Download und lade mir die Version, ja, ich nehme jetzt die 4.0.5, aber ihr könnt entsprechend später auch neuere Versionen verwenden. Die lade ich mal herunter auf den Rechner. Nach dem Herunterladen habt ihr ein Verzeichnis wie dieses hier. Das ähnelt schon ein bisschen dem Felix-Verzeichnis, allerdings finden wir jetzt sogar Shell-Skripte für Windows und für Linux hier im Bin-Verzeichnis. Neu ist dieses Data-Verzeichnis. Wir bekommen hier ein Verzeichnis mit Demos, ein Deploy-Folder, den gab es vorher auch noch nicht. Und wenn wir einen Blick auf das Konfigurationsverzeichnis werfen, sehen wir, dass das enorm zugelegt hat. Beim Felix war nur eine Datei drin und das war diese Config-Properties, die ist hier auch noch enthalten. Aber dazu ist jede Menge hinzugekommen und auch hier nochmal ein Library-Verzeichnis. Das Bundle-Verzeichnis haben wir hier auch noch, das nennt sich hier jetzt nur System und ist auch nochmal ein bisschen zergliedert. Ich schaue auch nochmal auf die Größe und sehe, es ist immer noch relativ überschaubar. Wir sind jetzt bei 23 MB und wir waren davor beim Felix bei 2,5 MB. Als nächstes starte ich Caraffe und dazu muss ich nicht mehr ein Jar ausführen, sondern ein Shell-Skript starten. Und Caraffe überrascht mich jetzt mit einer schönen ASCII-Grafik. Ich fühle mich an die Mailbox-Zeiten zurückerinnert. Und es gibt noch weitere Unterschiede. Er sagt jetzt, ich kann Tab drücken für eine Liste der verfügbaren Befehle. Und da kriege ich eine ganze Menge. 323 Befehle gibt es jetzt. Beim Felix waren das nur 2 Dutzend. Ich zeige mal die mal an und sehe, aha, das ist eine ganze Menge. Da sind auch noch die gleichen dabei. Beispielsweise Install, Uninstall, Start, Stop aus dem Felix. Die sind jetzt allerdings mit Bundle gepräfixt. LB funktioniert hier nicht mehr. Das ist eine Sache, die stört mich so ein bisschen, dass Felix, Caraffe und Service Mix die Befehle immer mal wieder ein bisschen umbenannt sind. Das ist hier kein List Bundles mehr, sondern ich mache hier ein LA und bekomme meine Bundles angezeigt. Und dieses Mal startet er von sich aus schon 109 Bundles, also wesentlich mehr als beim Felix. Es gibt aber hier jetzt einige Bundles, die ziemlich nützlich sind, beispielsweise die Shell ist besser und es gibt verschiedene Deployer, beispielsweise Deployer, mit denen ihr Warfiles deployen könnt, mit denen ihr Enterprise-Komponenten deployen könnt. Ja, und wenn ihr hier so einen Blick über die Bundles werft, hier oben haben wir den Felix noch dabei, aber es ist doch schon viel dazugekommen. Blueprint, mit dem wir arbeiten werden, Unterstützung für JMX, fürs Management, ja, und wie gesagt, hier eine ganze Menge von diesen Deployern. Ein Bundle kann Java-Packages exportieren und das mache ich mir mal sichtbar mit dem Exports-Befehl. Da kommt aber eine ganze Menge, deswegen mache ich jetzt eine kleine Pipe an Less und kann hier durchblättern. Jetzt sehe ich hier links die Package-Name und rechts die Bundle, die diese Packages exportieren. Also das hier alles ist das gleiche Bundle, Javax Mail, und hier links sehen wir die Packages, die exportiert werden. Und die Liste ist ziemlich lang. Ich kann darüber auch suchen. Das mache ich dann so, dass ich eine Pipe zusammenbaue und Exports, grep, HTTP zum Beispiel. Jetzt sehe ich alle Packages, die irgendwie mit HTTP zu tun haben, die exportiert werden. Das sind die hier.
Und jetzt nehme ich mal das Jarbox Servlets raus und kann zum Beispiel jetzt mit dem Befehl Imports suchen, ein grep da drauf und sehe, welche Bundles dieses Package aus der Servlet-Spezifikation verwenden. Und das sind eine ganze Menge. Und damit wären wir auch beim nächsten Thema. Wir wollen eine Webkonsole installieren und dabei nochmal eine schöne Eigenschaft vom Caraffe kennenlernen. Für komplexe Anwendungen bräuchte ich mehrere Bundles. Das ist recht umständlich, die alle zu installieren. Deshalb gibt es ein Feature, das Feature heißt, mit dem man mehrere Bundles zusammengruppieren kann. Das kann ich mir, ja, diese Bundles kann ich mir anzeigen lassen, welche zur Verfügung stehen, auch remote auf Repositories im Internet mit Feature List. Da kriege ich die angezeigt, das ist eine ganze Menge. Und da ja, schauen wir vielleicht mal durch, was es so alles gibt. Hier sehe ich den Namen des Features, Version und so weiter. Ganz wichtig, das Date. Die meisten hier sind uninstalled und die sind zusammengefasst in einzelne Repositories. Da gibt es ein paar, wie beispielsweise dieses Spring Repository oder ein Camel Repository, aus denen die kommen. Und ich kann jetzt hier viele Spring-Module mal einfach als Feature hinzuladen. Ich gehe mal ein Stückchen weiter. Also uns interessiert, ja, ich habe jetzt Camel erwähnt. Camel gibt es jetzt natürlich noch nicht hier. Das werden wir aber später beim Service Mix so dazu installieren. Aber zum Beispiel hier ist Eulogia für eine Remote-Überwachung, für ein Remote-Management. Und ist uninstalled. Das kann ich mal installieren. Feature install Eulogia. Okay. Jetzt müsste es da sein. Und wenn ich jetzt hier suche nach grep Eulogia, dann steht Eulogia zur Verfügung und läuft auf dem System. Es ist startet. Ich möchte jetzt nochmal ein Feature installieren. Die Webkonsole, also was gibt es auch für den Service Mix? Hier ist sie, die Webkonsole. Hier habe ich auch einen Blick auf das System, wie beispielsweise Bundles, Konfiguration und so weiter. Aber die Webkonsole, ja, das ist nichts für richtige OSGI-Anwender oder Entwickler. Die verwenden natürlich nicht die Webkonsole, sondern die machen das Ganze hier auf der Kommandozeile und da kann man das auch viel besser skripten. Wie gesagt, wir werden später die Features noch einsetzen, um im Service Mix beispielsweise verschiedene Camel-Funktionen nachzuinstallieren. Und ihr könnt natürlich auch selber, das ist auch möglich, Features schreiben, dass wenn ihr komplexere Anwendungen habt, die Bundles in einem Feature gruppiert und es ermöglicht, die ganzen Anwendungen am Stück über ein Feature zu installieren. Also ein Feature ist so eine Art Anwendung. Ja, so viel mal heute für Caraffe. Wir haben gesehen, dass Caraffe dem Felix, dem Planken Felix, nochmal einiges hinzufügt. Also wenn wir es so wollen, ist Caraffe eine Felix oder eine Distribution für Felix, die nochmal viele Bundles mitbringt, mit denen man dann wesentlich komfortabler arbeiten kann oder das beispielsweise Support mitbringt für einige Dinge, die ich vielleicht schon brauche, wie beispielsweise Webanwendungen und das Installieren von Webanwendungen, also auch Deployer. In der nächsten Folge, da geht es dann schon um den Service Mix. Da starten wir dann gleich mal den Service Mix und schauen, wie er sich so unterscheidet von Felix und Caraffe. Bis dann. Tschüss.